Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Lightning LP. Und es geht weiter mit Minecraft Talk Info oder Info Talk. Wir hatten ja bisher noch keinen richtigen Slogan dafür, aber ich habe ja gesagt, wenn da keine vernünftigen Kommentare in der letzten Folge des Infovideos von Let's Play Minecraft Talk kommen sollte, werden wir das einfach weiterführen. Und ich glaube, das wird auch jetzt soweit ganz gut ankommen. Ich hoffe es mal. Das heutige Video soll mehrere Themen anschneiden. Unter anderem, was jetzt an Projekten auf meinem Kanal starten wird. Denn jetzt ist endgültig alles fest. Dann natürlich, wie es weitergeht mit einigen Projekten. Einige Projekte werden nämlich jetzt rausgehen. Das muss ich euch mit trauerndem Herzen auf jeden Fall sagen. Und dann werden wir auch noch ein, zwei Fragen auf jeden Fall beantworten. Also könnt ihr auf jeden Fall gespannt dranbleiben. Und ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Intro. Also bleibt dran. Bis gleich. So, und da sind wir jetzt auch zurück. So, ja, ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Also, wie gesagt, wir werden auf jeden Fall folgende Themen besprechen. Einmal, wie es halt weitergeht. Das hatten wir ja schon geklärt. Und ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an. Also, Punkt 1. Die Projekte, die auf jeden Fall in nächster Zeit kommen werden, sind weiterhin geheim, denn man weiß nie, wie sich ein Projekt entwickelt. Kann man es zu Ende führen? Kann man es überhaupt umsetzen? Wir können so viel sagen, wir hatten ein Projekt angefangen, wo leider viele Fehler passiert sind und wir uns kurzzeitig dazu entschlossen haben, das Projekt dann doch wieder rauszunehmen. Und ganz ehrlich, Freunde, es tut mir echt mega leid, aber wir müssen einfach mal schauen, was ihr in Zukunft sehen wollt. Es läuft jetzt ab September Destiny an und da freue ich mich natürlich mega. Final Fantasy sollte natürlich, wenn es geht, weitergehen. Ich hoffe, das geht auch weiter, weil sonst sehe ich echt hier ganz schwarz. Wir sollten eigentlich zum nächsten Punkt kommen. Dann gab es vor 2 Tagen eine Riesendebatte auf dem Server von Echolon. Ja, das ist der Arma 3 Server, wo wir die letzten Let's Plays gestartet haben und was mir mega, mega, mega viel Spaß gemacht hat mit so einer geilen, einfach übermäßig coolen und witzig aufschlussreichen Community. Das war einfach der Wahnsinn. Und eigentlich einem sehr eingespielten und super Administratoren-Team, habe ich gedacht. Die Problematik bei der ganzen Sache war so ein bisschen, wie kann man das jetzt umsetzen, dass man jetzt keinen übertriebenen Hype da ausbricht und wie kann man dafür sorgen, dass es auf einer Ebene bleibt, wo sich alle so ein bisschen einig werden können. Aber die Problematik auf Dauer mit Übernahme des Servers und dem LPC-Clan, wie ihr sicherlich in den Aufnahmen auch teilweise echt gut gesehen habt, war natürlich extrem. Also unter anderem war eine super Konstellation mit den Jungs Benny, Janni und vielen, vielen mehr, die ihr nach und nach immer wieder mehr erlebt haben in den letzten 2 Folgen von der Geiselnahme, die jetzt ihr morgen sehen werdet oder ab morgen. War natürlich auch sehr viel Action bei, denn der Tino, der bei dem Einsatz auch dabei war, wurde auch in APC aufgenommen und das war echt eine sehr, sehr coole Aktion. Dann wurde natürlich mir auch die Polizeiausbildungsleitung übergeben, wo man echt sagen muss, wow, der Server hat echt seine super geilen Seiten. Nach vielen Problemen mit dem Server auch und viel Tuavu und hin und her, fing es dann auch so ein bisschen an, endlich so richtig Bock zu machen und endlich zu sagen, wow, hier hast du echt mega Bock drauf und willst hier bleiben. Aber man kann ja nicht immer alles haben und wie das Pech halt so wieder mal will mit den guten alten Let's Playern, das kennt man ja, gibt es dann die ein oder andere Situation, wo man sich dann ganz klar die Frage stellen muss, ist das überhaupt noch das, was ich will? Schließlich ging es so los. Lightning lockt sich im Teamspeak ein. Lightning geht in CV 1, Lightning geht in Rebellen 1, Lightning geht vielleicht in Polizeistreife Kavala 1. Und man spielt und man spielt und man spielt. Und nach 5 Minuten. Hey, wake up!
Hast du eventuell mal die neue Server-IP? Klar, kein Ding. Schreibst du so ein bisschen auf. Alles klar, zockst weiter. Hey, wake up. Hast du vielleicht die neue Server-IP? Natürlich, können wir gerne aufschreiben. So, denkst du? Gut, das sind Fragen, die kannst du ja ruhig beantworten. Ist ja gerade nicht so, dass nur 3 Supporter und 4 Administratoren online sind, aber gut, als Spieler machst du das halt. Spielst weiter. Hey, wake up. Denkst dir? Kann doch bestimmt nur ein NPC-Spieler sein. Nein, ADAC. Hey, Lightning, kannst du mal bitte kommen? Ich habe eine Frage. Nein, das kann nicht wahr sein. Leute, ganz ehrlich, ihr hattet echt die Möglichkeit, ja, mir hat es riesen Spaß gemacht, ja, eure Fragen zu beantworten, auch ob es im Teamspeak war oder halt über YouTube oder sonst irgendwo, ja, aber wenn ihr Fragen an mich habt oder wenn ihr sonst was habt, meldet euch doch bitte bei den Supportern und Admins. Das ist doch erstens nicht mein Job, ja, und zweitens, ich will auch mal meine Ruhe haben. Es kann doch nicht angehen, dass ich in keine Aufnahme, es gibt echt so viele Let's Player, die Arma 3 Let's Played haben, ja, und die hatten Folgen dabei, da dachte ich, Alter, die pimmeln sich. Die pimmeln die ganze Zeit nur rum. Die haben nichts zu tun. Ja, und das Gute daran ist, die haben auch mal Ruhe in der Folge. Habt ihr mal eine Folge gesehen, die bei mir ruhig abgeht? Nee. Ich bin in Atira, alle kommen nach Atira. Ich komme nach Kavala, alle sind in Kavala. Ey, es macht mega Spaß, mit euch zu spielen. Keine Frage. Das will ich gar nicht bestreiten. Es macht echt mega Bock, mit euch zu spielen. Aber ihr müsst doch auch mal so ein bisschen Freiraum uns lassen. Ja, wenn wir versuchen, irgendwie eine Aufnahme zu starten. Es macht mega Bock, immer mit euch zu spielen. Aber auf Dauer ist das natürlich schon sehr anstrengend. Das nicht nur für mich, sondern auch für die Leute, die mit dabei sind. Ja, und viele Let's Player, die jetzt angefangen haben, auf Echelon zu Let's Playen. Unter anderem natürlich der Owner Danny und natürlich The Multi TS, der Wimmer. Wollen natürlich auch mal Ruhe in der Aufnahme haben und wollen einfach nur das Spiel spielen und euch zeigen einfach, was alles so möglich ist. Klar, ihr wisst die meisten Möglichkeiten und klar, ihr habt natürlich da auch eine andere Ansicht als wir, aber wir wollen ja natürlich auch so ein bisschen euch entgegenkommen und euch zeigen, ha cool, das haben wir erlebt, weil so Momente einfach einzufangen. Und ja, also wie gesagt, lasst es mal ein bisschen Piano angehen. Das ist so meine Bitte an euch. Und bevor ich mich jetzt hier so ganz verquatsche, um auf den Punkt mal insgesamt zu kommen über das ganze Echelon-Gedönse, muss ich sagen, das wird eins der Projekte sein, was leider nicht lange lief, was ich echt schade fand, weil es hat mir echt mega Spaß gemacht, Let's Play Echelon zu bringen und euch auch als Content zu präsentieren und vorzubereiten. Immer geile Aufnahmen dabei gewesen, immer coole Leute und echt witzige Momente auf jeden Fall, und das werde ich auf jeden Fall sehr vermissen. Mir kommen schon fast die Tränen, also das ist schon echt sehr traurig. Aber man muss dazu sagen, man kann sich nicht mit allen gut heißen, und ich meine, dass in der Hinsicht jetzt kommt, ich habe mich von Echelon verabschiedet, beziehungsweise ich wurde verabschiedet auf eine Art, die ich nicht ganz so akzeptabel fand. Und wo ich mir gedacht habe, wow, man ist doch alt genug eigentlich, um mal sein Maul aufzumachen, um ein vernünftiges Gespräch zu führen. Aber wie gesagt, man kann sich mit allen recht machen, und das Team von Echelon, auf das Team will ich nichts kommen lassen, auf gar keinen Fall. Das Team ist echt super gut und eingespielt. Aber so einzelne Leute von euch, Jungs, damit spreche ich jetzt euch an, Team von Echelon, packt euch doch mal in die eigene Nase und sagt doch, scheiße, ja, wie geil war das eigentlich, ja, und wie viel Spaß hat das eigentlich trotzdem gemacht, egal wie sehr man sich eigentlich im Hintergrund so ein bisschen gedacht hat, oh, scheiße, ist das ein Arschloch, weißt du, damit möchte ich euch alle ansprechen, ja, ich werde keine Namen nennen, aber auf jeden Fall sage ich nur ganz klar, mit einem der Owner hat es nicht ganz so geklappt, und man muss dazu sagen, ein Wort führt aufs nächste und irgendwann eskaliert so die Situation. Und diese Situation eskalierte leider in der Aufnahme sogar, die ich euch leider nicht mehr bringen kann, weil ja, es einfach zu heftig geworden wäre, auch von der verbalen Ausdrucksweise, wo man, wie gesagt, ein Wort trifft das nächste,
Und dementsprechend werdet ihr das Video nicht zu Gesicht bekommen. Ist sehr schade eigentlich, weil es am Anfang echt sehr witzig war. Die APC-Jungs waren als Zivis eingeloggt und hatten halt einfach mal sich gedacht, okay, komm, wir können doch jetzt einfach mal was starten. Und leider gab es da einen kleinen Zwischenfall mit VRDM-Fällen und RDM-Fall. Und ja, und dann musste man natürlich zusehen, scheiße, was macht man jetzt? Und vor Wut sagt man natürlich dann so ein bisschen was, was man auch bereut. Und wenn man dann natürlich sagt, okay, das war's jetzt, man hat keinen Bock mehr, dass dann ein Wort aufs nächste kommt, wie zum Beispiel Nachrichten, wenn du eh schon keinen Bock mehr hast, dann verpiss dich doch bitte auch aus dem Kopfdrang etc. Dass man natürlich dann wieder kontert und immer dieses Pro-Kontern, das ist irgendwie verständlich und ich will da gar keinen Hype aufsetzen, aber wenn man es dann schon nötig hat, 2 Tage später auf einen anderen Arma 3 Server zu kommen, und das ist das, wo ich von euch jetzt meine Meinung in den Kommentaren haben möchte, und wenn ihr diese Aktion richtig asozial findet und richtig scheiße, lasst mal einen Daumen nach oben da, weil irgendwann muss doch gut sein, wenn man hat Spaß mit den Leuten, aber es ist doch nicht normal, dass man dann noch nachtreten muss, ja, dass man, dass sich dann Lightning denkt, okay, komm, dann spielen wir jetzt auf einem anderen Server, und dass man dann da noch drauf kommt und dann anfängt zu hacken. Das geht gar nicht. Das geht wirklich gar nicht, dass man einen anderen Server, den andere aufgebaut haben, egal ob der gut ist oder nicht gut ist, darum geht es in erster Linie gar nicht. Aber dass man dann auf jeden Fall noch anfangen muss, nur um dem Typen noch mehr einen reinzuwürgen und den Spielspaß noch mehr zu rauben, den Server anfängt zu hacken, das ist das Allerletzte. Und dafür, ganz ehrlich, da sollte man sich wirklich mal echt ins Gewissen fassen und sagen, scheiße, was bin ich eigentlich für ein Arschloch? Warum mache ich das überhaupt? Und die Person wird das sehen, auf jeden Fall, das Video. Und die Person wird sich auch definitiv darauf angesprochen fühlen. Ich finde es einfach unter aller Sau. Und ich möchte mal gerne eure Meinung in den Kommentaren hören. Das würde mich echt mega interessieren. Und selbst wenn das Video jetzt wieder den absoluten Hate an den Griff kriegt, das ist, ich sage nicht von mir, dass ich komplett unschuldig war. Aber ich finde es absolut nicht in Ordnung, dass man 2 Tage später, wenn man eigentlich ein relativ kurzes, aber einschlussreiches Gespräch geführt hat und wenn es selbst über eine Vermittlung oder Mittelsmann geführt hat, dass man dann immer noch nachtreten muss. Das finde ich unter aller Sau, um dann halt noch anderen Spielern, selbst wenn es nicht so viele waren, trotzdem noch dann nachjoinen muss und den Server dann zunichte machen. Das finde ich unter aller Sau. Gut, auf jeden Fall Project Echelon wird leider dann jetzt rausgehen. War echt eine sehr geile Zeit. An die LPC-Jungs, ihr werdet das auf jeden Fall weitermachen. Ihr rockt das Ding, ja. Lasst mir keine Klagen kommen, ihr kennt den Spruch ja. Und ihr könnt euch ja gerne wieder melden und man wird sich immer wieder sehen und vielleicht sind auch einige der APC-Jungs mal in ein paar neuen Projekten da. Es wird nämlich auf jeden Fall noch ein bisschen was auf euch zukommen. Und sonst wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg, auch an das Admin-Team von Echelon, euch viel Erfolg und Nase fassen, ne? Freunde, ihr wisst Bescheid. So, nächstes Thema. Mal ein bisschen jetzt was Aufschlussreicheres. Ich krieg schon hier, kennt ihr das, wenn ihr die ganze Zeit am Quatschen seid und eigentlich voll am Verdursten seid? Das ist sehr heftig. Naja, im Hintergrund, wisst ihr, ist ja jetzt hier die Welt. Wir sind da jetzt Höhle am Ausgraben etc. Wir wollen uns das, ihr kennt mich ja, alles immer schön machen. Erst schön, dann das Wichtige bauen. Das kennt auch der gute Janni LP. So, zum nächsten Thema möchte ich nicht viel sagen, aber trotzdem einiges. Euer Support in den letzten Wochen hat mir echt mega gefallen. Es kamen viele Fragen, viele, ja, ich weiß gar nicht, sollte dann Fragen sein? Also Freunde, ich finde Fragen sind Fragen, aber ihr schickt mir dann Texte und dann bin ich am Überlegen, sollte jetzt eine Frage sein oder was willst du von mir, ganz ehrlich. Dementsprechend, oh, da soll es eine Hate-Nachricht sein. Also, ich weiß nicht, ich habe euch nach Fragen gefragt und ihr haut mir Hate-Nachrichten ein. Auch gut, werde ich natürlich, komme ich aber gleich zu, werde ich gleich alles mal ein bisschen vorlesen. Ich habe da mal so, ich glaube, 6, 7 Stück rausgelesen, gesucht und ich werde die mal einfach gleich rausknallen, auch mit den Namen und werde dann dazu noch was sagen.
Bevor wir jetzt hier noch weitermachen, wollte ich noch was dazu sagen zum Anime-Kanal. Was mit einer der Serien, die sie schon geäußert wurde als Wunsch, nämlich Death Note, da kann ich euch noch hundertprozentig keine Rückmeldung zu geben. Da bin ich immer noch dran, die Rechte zu bekommen, um Death Note hochzuladen, denn das ist sehr problematisch, Death Note hochzuladen. Sehr geile Anime-Serie. Wie gesagt, abonniert weiterhin den neuen Kanal Mikes Anime-Ecke. Das würde mich mega freuen, weil dann sehe ich auf jeden Fall, dass sich das ganze, die ganze Arbeit auf jeden Fall auszahlt. Und wir müssen einfach da mal so ein bisschen schauen, wie wir das in Zukunft machen. So, aber bevor jetzt hier wieder das Thema wechseln, würde ich sagen, wir hauen jetzt einmal die Fragen raus und wir fangen einfach mal ganz unten an. Das ist immer so das Liebling von mir. Oder einer meiner Lieblinge, der auch sehr fleißig ist in den Kommentaren, den sehe ich immer wieder. Der Sebastian Müller. Hättest du die nicht einfach abknallen können? Wen denn? Also, die Admins vom Echolon-Server? Ja, liebend gern, aber ich habe es auch gemacht mit Tim. Und Tim wurde dann gebannt. So, zur nächsten Frage. Germany Gamer. Gamer in dem Fall mit Doppel-E. Sehr genial und einfallsreich. Was meinst du eigentlich mit Sync-Test? Also ich sage immer Sync-Test. Die Leute verstehen dann auch immer Sync-Test. Aber das ist der gute Sync-Test. Also ihr wisst, was ein Sync-Test ist. Also ich singe dann immer so. Ha, ha, ha. Nein, Spaß. Ein Sync-Test ist eigentlich nichts anderes, außer meine Videospur oder mein Videomaterial und meine Tonspur nicht asynchron zu gestalten, sondern halt synchron, dass sie miteinander laufen, dass ich nicht irgendwie sage, hey, da kam jetzt ein Polizeiauto und das Polizeiauto fährt erst eine halbe Stunde später durchs Bild oder so. Das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Man geht einfach in irgendein Hub-Menü oder Hub-Menü und setzt sich einfach da kurz einen Punkt, wo man dann sagt, ja, keine Ahnung, respawn, speichern. Und so achtet man dann halt darauf, wenn die Markierungen gesetzt sind, dass halt die Stimme mit der Markierung gleichzeitig im Videobearbeitungsprogramm übereinstimmt. Dann ist das eigentlich sehr synchron. Mehr kann ich dazu nicht sagen, das ist, muss man immer so ein bisschen für sich selbst auch rausfinden, wie man das jetzt genau nennt, ob man das die 5 Minuten der Stille nennt oder halt, keine Ahnung, Ringelpütz mit anfassen, keine Ahnung. So, dann kommen wir zu Tido Wii, also Tido und dann W-I-I, Wii halt. Ich habe auch eine Wii, aber das macht keinen Spaß. Was hat der Gute denn geschrieben? Ist doch egal, Hauptsache es macht Spaß. Ja, was macht Spaß? Dass ich jeden Abend hier sitze und die Videos für euch produziere oder dass dir das Zuschauen gefällt? Hallo, das sollen Fragen sein, Freunde. Was macht ihr denn da? My Windows Tutorials. Der Typ ist richtig genial, weil das ist so einer, von denen ich gerade erwähnt habe. Soll das eine Frage sein oder einfach nur eine Hate-Nachricht? Hey, der Typ hat sich Geld gehackt. Er hat keinerlei Lizenzen, um etwas und etwas zu verkaufen. Keine Heroin-Lizenz, keine Salz-Lizenz, nichts. Das Einzige, was er hat, sind Fahrlizenzen und Rebellen-Lizenz. Fahrlizenzen, also ich fahre nur mit einer Lizenz und das andere ist dann eine Fluglizenz eventuell. Also, ja, mein Herr, eventuell ein bisschen auf deine Satzbildung achten und dann kommst du beim nächsten Mal hier auch mit rein. Ja, der gute Lightning, der hackt immer Geld. Ja, ja, Arma 3. Ach, also Leute, wenn ihr irgendwann mal so einen bösen Lightning-LP, bei euch joinen seht, bannt ihn sofort, instant, der Gute, er hackt immer nur Geld. So, dann kriege ich hier immer sehr coole Nachrichten, das finde ich auch immer sehr interessant, das war aus der letzten, aus einer der vorletzten Folgen, glaube ich, Lililu the Bubble, auch ein sehr geiler und einfallsreicher Name. Hallo Lightning LP, ich möchte ein altes Live-Projekt beginnen und du kannst dabei sein. Finde ich natürlich in erster Linie sehr nett von dir, dass du mich fragst, ob ich dabei sein kann. In der Regel spricht auch eigentlich nichts dagegen, aber dann gib mir doch mal wenigstens ein paar Informationen über deinen Server.
Ja, dann würde ich dir auch zurückschreiben, weil wenn ich dann Server sehe mit 3333 KB nur, da brauche ich gar nicht erst joinen, weil da ist nichts gemacht. Dann haben wir wieder Sebastian Müller. Was macht ihr eigentlich die ganze Zeit in den Kommentaren? Gutes Video, bloß die Musik ist zu laut. Warum müsst ihr mir eigentlich immer in jedem Video sagen, dass die Musik zu laut ist? Das liegt daran, wenn ich morgens um 4 Uhr die Videos für euch verdammt nochmal schneide. So, nächster. Hier, Freaky Gamers, der ist auch sehr cool. Hey, du bist ein kleiner, aber feiner Arma 3. Du suchst einen kleinen, aber feinen Arma 3 Server? Nein, ich suche keinen Arma 3 Server, weil ich komme auf keinen Arma 3 Server mehr. Gut, nächster. Ja, dann kommen wir auch schon zum letzten, aber der NASA Mann Multi, auch sehr geil, in dem Fall Multi ohne L. Kannst du mir bitte das Spiel teilen? Wäre sehr nett, danke im Voraus. Die Person soll mich auf Facebook anschreiben, heiße dort NASA Mamuti. Warum soll ich dir ein Spiel teilen, was ich, und warum vor allem auf Facebook? Warum kannst du dir nicht einfach den Titel des Spiels aufschreiben und selber teilen? Ja, Freunde, das war's dann eigentlich auch schon von Let's Play Minecraft Talk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt auf jeden Fall weiter fleißig Kommentare beziehungsweise mal einfach Fragen unten rein. Und wie gesagt, vorhin zu dem Thema, schreibt mal einfach, wie ihr diese Situation fänden würdet, wenn ihr auf einmal gehackt werdet oder versucht gehackt zu werden. Und lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, das ist mir ganz wichtig. Und wenn ihr Bock habt, ein Abo und schaltet auf jeden Fall morgen ein. 14 Uhr geht's weiter mit Arma 3. Und dann würde ich sagen, haut da rein, euer Lightning App. We'll be right back.